Ja, Freunde, da hat der Akku es gewagt. An einem Sonntag, Vormittag und Mittag über 55-60% Winrate zu haben. Und was haben wir da? Karo 45er, 452k im Gegnerteam und das Ganze auf einer Schlachtergassen-Map. Jawohl, da wo der Scout am wenigsten machen kann, ohne selber sofort wegzuplatzen. Jawohl, Ski Popolski. Pucianowski. Ski, Ski, Ski. So, dann müssen wir mal gucken, ne, wo der Frosch die Locken hat, Freunde. Ja, Ziele auf, keiner schießt, ne? Unsere beiden Artis sind komplett am Schlafen, oder? Was wird das, wenn es fertig ist? Ja, ordentlich viele TDs, ne? Kannst du auch nicht mal eben rausfahren. Wo soll ich rausfahren, ohne irgendwie gewone-shottet zu werden durch den FV? Ja, der ist dauerhaft gekettet. Jetzt bräuchten wir mal Leute, die schießen. Ja, wie wär's, wenn du mal deine Kanone benutzt, Kollege? Boah. Junge, ich kette den noch extra. Natürlich ist man mal wieder zu blöd, hier vernünftigen Support zu liefern. Da muss der Akku noch jede Menge HP verlieren, bevor hier mal was geschieht. Ja, wir müssen jetzt ganz schnell in die Gegnerbase, ansonsten war's das mit der Runde, ne? Ja genau, er zieht mir sogar noch die Kette und hier kommst du auch nicht mehr aus dem Wasser raus, oder was? Nö. Wenn du hier einmal drin bist, war's das. Ja, geile Runde. Absolut geile Runde, Alter. Hat mal wieder Spaß gemacht. Auf der elendigsten Drecksmap of the old time. Naja, wenigstens gewinnen wir eventuell das Spiel, also von daher. Ja, die Kombination war mal wieder hervorragend, ne? Schlechteste Map aller Zeiten für so einen Scout, weil zu viel offene Fläche und zu viel Schlachtergassen. Dazu noch ein Karo 45er, 452k und ein FV muss natürlich noch hinterher, damit man sich gar nicht irgendwo hintraut, weil man Angst hat, sofort gewone-shottet zu werden. Aber wenigstens hatten wir ein vernünftiges Team, das am Ende das Ding noch gerissen hat. Ja, Wadis, wie lange brauchen wir jetzt, um einen Scout zu töten, ne? Sag mal. Er fährt halt immer noch nicht. Er so, ich bin ein Minotauro und bin noch Full AP und das Spiel ist vorbei, aber ich kuschel immer noch am Stein. Boah, ich hasse das, ne? Dieses Stück hier, wenn du mal ins Wasser fällst, dass du da nicht mehr rauskommst. Völliger Blödsinn, ne? Völliger Blödsinn, Alter. Fällst du da kurz rein, zack, kommst du nie wieder raus. So, wie gesagt, die Winrate an einem Sonntag ist natürlich viel zu hoch, 55%. Ja, das können wir natürlich nicht dulden. Und jetzt machen wir direkt noch eine Runde und stellen fest,
Siehe, da hat Wargaming wieder ein paar Überraschungen für den Akko wahrscheinlich. Ja, auch so eine Schlachtergassen-Map. Und jawohl, der Chieftain landet im Gegnerteam. Wie hätte es auch anders sein können? Wargaming hat die Balancing Machine angeschmissen. Die magische Grenze von 55-60% ist mal wieder zu hoch. Wargaming kann es nicht dulden und schickt wieder unfaire Panzer auf Schlachtergassen-Maps. Tja, ich rate meinem Team nicht in Nahkampf gegen einen Kranwagen und Chieftain zu fahren. Und mein Team so, wir machen es aber trotzdem, juhu. Ja, und ich bin der einzige Mensch, der hier Base treffen will, oder was? Das ist ja mal geil. Ja, erstmal schön am Baum vorbeifahren. Ja, Freunde, wir haben ein Problem, ne? Kein Base treff vorhanden. Kein Base Dev vorhanden. Okay. Very, very interessant. Ich muss mal wieder alleine Base deffen. Sehr schön. Selbst unser EBR lässt mich hier im Stich, ne? Der könnte doch wenigstens hier mithelfen. Und das Lustige ist, ich werde jetzt alleine Base deffen. Ich werde jetzt alleine Base deffen und hinterher werden alle anderen belohnt mit XP und ich, der hier Base deffen war, ganz alleine, bekomme so gut wie keine XP. Ja, wunderbar, ne? Ich liebe euch alle, wirklich. Alleine Base Deffen macht sowas von Spaß, Freunde, wirklich. Tatsächlich. Jetzt hocken die da in der Mitte und schimmeln sich einen ab und ich habe hier 0,0 Support. Ich glaube, ich gehe mal da rein und versuche mal da den Chieftain zu flankieren, weil Hilfe kriege ich von denen hier sowieso nicht. Die werden jetzt da so lange rumgammeln, bis wir die komplette Base verlieren. Übrigens, wenn der Gegner jetzt da durchfährt mit 2-3 Panzern, dann haben wir die Arschkarte, weil die dann schön durchkappen werden, ne? Und richtig pushen tun sie hier alle auch nicht, ne? Der gammelt sich hier mit seiner Maus einen ab. Bester Mausfahrer aller Zeiten. Ja, ich muss mir die Schüsse fressen, weil du keinen Bock hast, ne? Unser gammelnder Mausfahrer, Alter. Das ist schon massiv erbärmlich, Alter, was unser Team hier macht. Ja, nix wird hier gebacken gekriegt. Nichts kriegen sie gebacken, Alter. Nichts, Alter, nichts.
Maus spart die ganze Zeit HP, anstatt mit den Leuten zu pushen. Base Def ist nicht vorhanden. Mitte haben wir jetzt auch mittlerweile verloren. Ja. Bester Mausfahrer aller Zeiten. Ach, unser Chieftain auf Stufe 9. Was machst du so den ganzen Tag da? Ja, ich hab denen gesagt, fahrt nicht in Nahkampf. Ach ja, übrigens, die haben Karo 45er, Chieftain, Kranwagen. Ja, läuft doch. Also sie hatten nicht nur den Chieftain, sondern auch diesen Karo 45er. Aber wir haben halt so ein Konzept 1B, ne? Oh, ey, unsere Maus, ohne Scheiß, ne? Der Typ ist einfach der Knüller. Der hat doch so viele Leute bei sich gehabt, ne? Und dann steht er da hinten hinter der Brücke, weißt du, wie ich mein? Natürlich sterben dann hier die Leute weg und können nicht sauber pushen, weil sie keine Hilfe haben, ne? Ja. Und er fährt übers offene Feld, damit er auch richtig viel kassiert, Alter. Bester WZ-Fahrer aller Zeiten. Der war doch da oben, Alter. Warum geht der von einer sicheren Position hier runter ins Wasser, wo er aufs Maul kriegt? Junge, 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 Junge. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Junge, 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 Junge. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Konzept. Du musst jetzt mal ein bisschen mithelfen, ne? Sonst war's das mit der Runde. Chieftain lebt immer noch, ne? Der haut alles kurz und klein, der Typ. Guck mal, es sind genug Leute, die müssten jetzt alle mal da auf den Typen drauf. Maus schießt natürlich daneben, so geil wie der drauf ist. Ja, Chieftain macht einen Kill nach dem anderen. Damage ohne Ende. Unsere Maus kuschelt wieder mit dem Stein. Ja, das Problem hat schon mit der Maus angefangen. Der hatte hier schon 8-9 Leute und dann gammelt er sich da hinten einen ab, anstatt vernünftig mit den Leuten zu pushen, ne? Ja, und der andere da cappt unsere Basis und unser EWR hat keinen Bock zu resetten. Ja, der müsste Cappen fahren, damit wir das Spiel nicht verlieren, ne? Oh. Der müsste jetzt tatsächlich da hinten mal Cappen gehen, damit wir das Spiel vielleicht noch gewinnen. Der Chieftain vom Gegner ist immer noch Full HP, ne? Das musst du dir mal geben, Alter. Ey, wir hatten da alle TDs, wir hatten alle Heavies, wir hatten alle Mediums auf der rechten Seite, ne? Wir hatten das gesamte Team auf der rechten Seite und jetzt guck dir den Chieftain an, der ist komplett Full HP, Alter. Legendär, Alter, legendär. Der Chieftain hat nicht einen Kratzer abgekriegt. Ja, mit dem EWR hier in die Schlachtergasse reinfahren, auch jetzt keine gute Idee. Ja. Wie kommt man auf die Idee, auf einen Full-HP-Panzer in der Schlachtergasse mit einem EWR draufzufahren? That's it. Ja, noch einer, der mit seinem Heavy übers offene Feld fährt. Mit einem Amorak und einem kaputten Kommandanten. Natürlich auch sehr sinnvoll. Während da oben ein Chieftain steht. Immer noch Full AP. Ja, das war's. Verstehst du? Und jetzt kommen wir mal zu dem zurück, was ich am Anfang in den Chat reingeschrieben habe. Bitte alle Aufmerksamkeit auf die linke Seite. Guck mal da im Chat. Chieftain, do not go close fight.
Ja, und da ist der Grund, den Akku direkt in den ersten Sekunden vorausgesagt hat. Fahrt nicht auf einen Chieftain in Nahkampf. Und jetzt guckt ihr das an, wie die sich hier wegschmeißen auf einen Chieftain. Und der ist immer noch Full HP, ne? Ah! Ja, Wolski Popolski, nicht ein einziges Mal wurde er beschädigt bis jetzt. Wow, legendär, Alter. Absolut legendär. Ich wurde alleine gelassen mit dem Base Dev. 14 Mann fahren nach rechts und in die Mitte und der Chieftain bleibt bis zur letzten Sekunde Full HP. Und dann kommen irgendwelche Deppen in mein Chat oder in meine Kommentare und dann der Chieftain ist gar nicht overpowered, Alter. Warum meckerst du immer? Der Chieftain ist gar nicht overpowered, Alter. Nicht mal ein bisschen, Alter. Hier. 5500 Schaden. 5000 Schaden gefressen. Bis zur letzten Sekunde. Unangekratzt. Ist noch nicht mal ein guter Spieler in dem Sinne. Ja. Und was haben wir so? Ein Hori mit 0 Damage, ein Kunze-Panzer mit 0 Damage und was bei mir war, habt ihr ja selber gesehen. Ich wurde komplett auf der linken Seite alleine gelassen und habe mich dann irgendwann entschieden, da in die Schlachtergasse zu fahren. Übrigens, unsere Maus ist auch mitunter die Niederlage geschuldet, weil er anstatt vernünftig zu pushen, hinten in der Ecke saß, obwohl er genug Panzer bei sich hatte, ne? Sieht man ja auch an den Stats. Ja, an der Stelle würde ich mich bei Wargaming bedanken, dass ihr meine 60-55% Winrate immer wieder runterreguliert Richtung 50%, indem ihr Unfair Matchmaking macht. Übrigens, der Karo 45er, auch ein sehr guter Spieler, dritthöchsten Schaden gemacht. 3200 Schaden, 1800 abgewehrt und natürlich der Kranwagen, der auch ordentlich reingeklotzt hat. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich am Anfang in den Chat reingeschrieben habe. Der Gegner hatte Karo, Kranwagen und Chieftain. Und ich habe meinem Team geraten, bitte fahrt nicht in Nahkampf. Und auf Perlenfluss kann man weiter hinten stehen und snipen. Du musst nicht da in diese Schlachtergasse rein. Und wenn du schon mit 14 Mann dahin fährst, dann machst du bitte mal anständigen Push und gammelst nicht hier mit deiner Botmaus hinten in der Ecke mit deinen Botstats. Verstehst du? Und vor allen Dingen lässt man so einen T-Sack, der auch irgendwann mal nachladen muss, nicht alleine in der eigenen Base. Zumindest unser Gunmark-Snipender EBR mit seinen 3 Gunmarks hätte mir auf der linken Seite mal ein bisschen helfen müssen, ne? Das heißt, der Typ hat zwar Damage, aber der hat halt die ganze Zeit Base-Dev ignoriert, wo er eigentlich hingehört, auf die linke Seite. Mindestens 2-3 Leute hätten mit mir Base-Deffen müssen, ist halt nicht passiert. Das heißt, mein Team hat von Anfang bis Ende alles falsch gemacht. Und legendär natürlich der unangekratzte Chieftain nach 15 Minuten Spiel ist auch Weltrekord, würde ich sagen, ne?